Hallo an alle und herzlich willkommen zur großen Finalfolge. Es geht los, es geht heute in die Pokémon-Liga. Wir heilen nochmal meine Pokémon, obwohl die eigentlich topfit sein sollten. Ich zeige euch gleich mal erstmal ganz kurz, was ich im Stream noch so gemacht habe. Ich muss vorher auch nochmal offen zugeben, ich habe ein bisschen gecheatet, aber das war auch mit Absprache von euch. Also denke ich mal, das sollte in Ordnung gehen. Es ist so, ich hatte Sophia auf Level 43 trainiert, habe es dann auf Level 50 gecheatet mit Sonderbonbons und dann habe ich es wieder auf Level 55 hochtrainiert. Bei Pikachu sah das ähnlich aus, das war auf Level 45, habe es dann bis Level 50 hochgecheatet, habe es dann noch ein Level mittrainiert zufällig. So, Männchen habe ich komplett ohne Cheat trainiert, Freak habe ich auch komplett ohne Cheat trainiert, Bob habe ich von Level 42 aus bis Level 50 hochgecheatet, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und es für mich auch keinen Vorteil hatte, da jetzt noch ewig lange irgendwas zu machen. Ich habe ordentlich Top-Tränke, Top-Beleber, Hyper-Tränke, Hyper-Heiler, Top-Elixier, Beleber habe ich 37, Top-Genesung habe ich 41. Und ich denke mal, damit sollten wir eigentlich ganz gut bedient sein. Gut, es kann vielleicht immer noch schief gehen. Und ich würde sagen, das erste ist nämlich Lorelei. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit Pikachu an. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Wünscht mir Glück. So. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Jetzt geht's los, der erste Kampf der Top 4. Ich werde die Top 4 übrigens in diesem Part komplett machen. Hugong, habe ich extra Pikachu eingesetzt. Meine Pokémon sind zwar eigentlich unterlevelt, aber ich habe halt auch so viele Items, dass das eigentlich an sich überhaupt kein Problem werden dürfte. Doch, vielleicht schon. Man weiß es eben nicht. Vielleicht wird es doch durch ein großes Problem. So, jetzt können wir nochmal Donablitz, obwohl... Ja, gut. Ich hatte gerade schon die Bedenken, dass sie jetzt mit einem anderen Pokémon... mit einem Item kommt. So. Austos ist auch Wassereis. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal bei Pikachu. Wenn Pikachu stirbt, ist es erstmal nicht so schlimm. Aber... Nein! Bitte, Pikachu, überlebe es oder friere nicht ein. Bitte, 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 bitte. Nein. Volltreffer. Gut, es geht ja schon mal gut los. Da Blondie overleveled ist, würde ich sagen, gehen wir mal ein kleines Risiko ein. Macht das Ding aber fast down. Okay, da setzt sie Supertrank ein. Oh, das ist aber schön. Dann mache ich Austausch auch direkt down mit Blondie. Schadet ja nicht. Blondie ist, erhält nochmal ein paar KP. Lamos ist Wasserpsycho. Da werde ich das Pokémon wechseln und zwar gehe ich auf Freak, weil Freak ist ja bekanntlich dieser Floor. Und ich denke mal, das sollte eigentlich ganz, ganz gut laufen dann mit Rasierblatt. Obwohl ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob Pflanze auf Psycho eventuell nicht sehr effektiv ist oder so. Aber das scheint nicht zu sein. Attack ist sehr effektiv. Perfekt. Spezialdings nimmt zu. Dann nochmal Zerschneider. Dann ist das Ding auch down. Das freut mich. Wir haben bis jetzt nur Pikachu verloren. Rosanna ist Eispsycho. Wechsel das Pokémon auf Blondie. Weil da habe ich wirklich mit Blondie die besten Chancen. So, einmal Flammenwurf. Oh Gott, ich habe Angst, dass die Attacken am Ende nicht ausreichen, ne? Das könnte mein größter Feind werden. Perfekt. Und zu guter Letzt Lapras ist Wassereis. Pflanze ist auf Eis neutral. Das heißt, ich werde Freak in den Kampf schicken. Lapras ist Level 56, okay. Aber... Ich denke mal mit Rasierblatt. Gut, ich hätte auch einen Solarstrahl anwenden können eventuell, aber... Aber Eis ist auf Pflanzen nicht neutral, ne?
Oh Gott, wenn jetzt eine Eisattacke kommt. Freak könnte down gehen. Hab ich gerade voll vergessen. Jo, aber Freak überlebt das. Nur nochmal ein Rasierblatt. Und dann ist Lapras tot. Und wir haben die Nummer 1 der Top 4 besiegt. Und Freak erreicht nur Level 54. Wie kannst du es wagen? Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Erstmal benötigen wir Beleber. Gut, dass Pikachu nur tot ist, obwohl wir haben eh so viele Beleber. Das ist nobody cares. Dann benötigen wir Top-Trank. Reicht aus. So, und noch ein Top-Trank auf Freak. Und dann sind wir bereit für Kampf Nummer 2. Das ist Bruno. Und bei Bruno würde ich sagen, gehen wir natürlich auf Männchen. Männchen und Freak, das sind die beiden, die ich in dem zweiten Kampf hauptsächlich benutzen werde, denke ich mal. Einmal saven. Falls aus irgendwelchen Gründen das Spiel abstürzen sollte. Also, ich verspreche euch, ich werde schon, wenn ich verliere, werde ich es euch zeigen. Aber ich denke mal, das passiert nicht. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Neo, wir werden dich mit unseren Kräften bezwingen. Zum Angriff. Los geht's. So, wird interessant, hoffe ich. Also, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das interessant wird. Onix wird eingesetzt, das ist natürlich perfekt für Männchen. Ich werde auch mit Surfer agieren und nicht mit Hydropumpe, weil Hydropumpe ist mir zu wertvoll. Das brauche ich eventuell später noch. Das ist ja das Problem. Attack ist sehr effektiv. Freut mich. Nocturne, da werde ich jetzt, weil das Kampf ist und Kampf ist. Ich gucke lieber nochmal nach, sicherheitshalber. Auf Kampf ist Flug sehr effektiv. Und da Blondie auch fliegen kann, würde ich sagen, Blondie in den Kampf. Und fliegen. Das dürfte dann eigentlich... Ja, Donnerschlag ist zum Beispiel auch so eine Attacke. Die könnte Blondie dann doch relativ zurichten. Aber da ist auch schon Nocturne down. Und Level 60 bei Blondie. Okay, gut. Läuft halt. Kikli ist auch wieder Kampf. Das heißt, ich werde das Pokémon nicht wechseln, sondern wieder die gleiche Taktik machen. Und Kikli besiegen, hoffentlich. Nicht im Ernst jetzt. Attacke gegen daneben. Och nö, nicht wirklich, oder? So, dann nochmal fliegen. Turmkick, perfekt. Och nein! Was macht Kikli denn da für eine Scheiße? X-Abwehr. Okay. Strift fliegen aber wenigstens mal. Und haut Kikli down, perfekt. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein Onix. Genau. Da wechsle ich das Pokémon wieder auf... Macht das diesmal Freak. Freak wird das diesmal machen. Mit Rasierblatt. Nein! X-Abwehr. Gut, dann wird das wahrscheinlich einfach nur schwieriger. Aber mit X-Abwehr machen wir dich jetzt... mit Rasierblatt machen wir dich jetzt tot. Jo, auch tot. Und jetzt kommt, glaube ich, noch Mashomai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jo, habe ich sogar noch richtig in Erinnerung. Dann gehe ich wieder auf Blondie. Und dann macht Blondie wieder... Achso, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Blondie nochmal fliegen. Und dann ist Mashomai wahrscheinlich auch schon Geschichte. Und Nummer 2 ist damit auch erledigt. Bruno, durch. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits.
So. Hypertrank reicht bei Blondie. Und ansonsten hat uns der Kampf eben nichts geschadet. Oh! Jetzt werde ich aber auf Blondie gehen direkt. Da jetzt nämlich Geist Gift kommt, so ein bisschen. Oh, wir sind zurück im Lavandia-Turm. Auch nice. Einmal saven wie jedes Mal. Und los geht's. Ich bin Agathe, aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Neo, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Der schon tot ist, oder was? Gut, wenn du meinst. Gut, dass es hier noch kein Schwebe gibt. Weil dann habe ich nämlich mit Blondie sehr gute Karten hier. Mit Schaufler. Weil das halt auf Gift, für Gengar hat eh kein Schwebe, glaube ich. Weil das ist sehr effektiv und dann mache ich die halt, werde ich Golbat, da könnte ich auch ganz gut Pikachu nochmal in den Kampf schicken. Einfach nur so Dust for the YOLO. Müsste Pikachu auch schaffen mit einem, oh Mann, das riecht der Donner jetzt daneben. Hat keine Wirkung zum Glück, puh. So, ich hoffe, das macht dich jetzt tot. Wenn nicht, wäre jetzt uncool. Auch nicht jetzt im Ernst, oder? Golbat zurückgerufen und Apollo in den Kampf geschickt. Warte, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Jetzt muss ich ja wechseln. Jetzt muss ich ja wechseln, du ziehst mir ja hier ganz schön. Du siehst mir ja die Taktik komplett auseinander. Ach, scheiß drauf, Alter. Ganz ehrlich, Golbat ist Giftflug und Gift auf Gift ist. Da kann ich auch Schlitzer einsetzen. Tot. Perfekt. Apollo, dann bleibe ich wieder auf Blondie. Vielen Dank für die schöne Sache eben. Gut, dass jetzt gibt's keinen Schwebe, das finde ich ganz gut, weil sonst wäre wieder wäre überhaupt nichts passiert eben. Arbok ist Gift pur. Gift pur ist natürlich auch ganz schön. Oh, ich habe nur noch mal geguckt, was sonst noch so auf Gift effektiv wäre. Weil ich meinen Schaufler jetzt ja noch nicht unbedingt komplett verbraten möchte hier. Wäre ganz gut, wenn man davon noch ein bisschen was hätte. Level 61, okay. Wenn du meinst. Und noch ein Gengar. Das gefällt mir doch ganz gut. Nochmal Schaufler und tot. Gut, dann ist Kampf Nummer 3 auch abgehakt. Agathe ist auch abgehakt. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Nichts passiert. Okay. Jetzt wird's hart. Jetzt kommt nämlich Siegfried. Ja, Siegfried kommt jetzt. Und beginnt tut er mit Gyarados. Das weiß ich, weil ich das nachgeguckt hatte vorher. Oh mein Gott, es wird schon anders. Jetzt wird's episch. Es wird jetzt gerade echt voll episch. Voll krass. Nochmal sichern. Das wird so ziemlich der härteste Kampf, denke ich mal. Aber es wird auch einer der coolsten. Ich habe bereits von dir gehört, Neo. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Neo. Ich hoffe nicht. Ich bin gerade voll nervös, ne?
Wenn jetzt alles schief geht, ich würde heulen. Ich würde einfach heulen. So, Donner. Das geht doch schon mal gut los. Terrados zählt hier als Flug und Wasser. Und damit ist das sehr, 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 sehr effektiv. Und jetzt kommt Dragonir. Jetzt wird es interessant, wie agierig. Ich habe bei Männchen habe ich Eisstrahl. Damit werde ich jetzt erstmal versuchen. Ich habe ja auch noch einen selbsten Dragoran. Und da werde ich mal gucken, wie ich das mache. Eisstrahl von Männchen ist aber sehr gut. Hypertrank. Und nochmal Eisstrahl. So. Und das ist auch wieder sehr ähnlich. Und Donnerblitz. Oh, scheiße. Habe ich ganz vergessen. Das dürfte Männchen auch fast bis zum Ende abziehen. Oder eben auch nicht. So, ich habe noch einen Surfer hinterher, damit Dragonia, damit ich meinen Eisstrahl noch nicht verschwende. Den benötige ich nämlich noch für ein weiteres Dragonia. Was nämlich jetzt kommt. So, ich hoffe jetzt nur, Männchen stirbt jetzt nicht, weil ich benötige Männchen dann auch noch für ein weiteres Pokémon. Hier wahrscheinlich. Oh, eingefroren. Aber jetzt kann es mich nicht angreifen. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt würde es sterben. Festgefroren, nochmal Eisstrahl. Gut, Dragonia ist down. Jetzt kommt ein Pokémon, wo ich glaube ich gleich bei Männchen bleiben werde. Jo, Aerodactyl. Richtig nachgeguckt gehabt vorher. Da werde ich jetzt aber mal auf Hydro-Pumpe gehen. Ich hoffe nur, Männchen überlebt das jetzt. Jo. Jetzt gibt es Hydro-Pumpe. Das ist natürlich auch sehr effektiv, weil es ist natürlich Gesteinflug. Und Flug nicht, aber Gestein schon. Und das war sogar ein Volltreffer. Und Aerodactyl ist tot. Und jetzt möchte ich einmal Sophia in den Kampf schicken. Denn jetzt ist der Kampf Dragoran versus Dragoran. So, Drachenwut. Geil, oder? Dragoran. Oh. Sophia wird wahrscheinlich sterben. Ist Drache hier noch nicht sehr effektiv auf Drache, oder was? Oh. Das war ein kurzer Auftritt. Jetzt muss ich erstmal gucken. Drache ist sehr effektiv auf Drache. Ja. Aber. Ne, das hat nicht so viel gebracht. Okay, gut, habe ich mir jetzt besser erhofft, aber das Ding ist natürlich auch overleveled. Und besiegt! Wir haben die Top 4 besiegt und das sogar in unter 20 Minuten. Also, wir sind natürlich die Besten, also was erwartet man denn von uns? Siegfried ist auch erledigt. Oh yeah, es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrscheinlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Neo. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh mein Gott. Und ich würde an dieser Stelle sagen, dass das jetzt kommt. Nein. Das kommt jetzt noch nicht. Das kommt in der nächsten Folge. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.